Jo, Leute, grüßt euch erst einmal. Ein Video heute mal uncut. Also ich dachte mir, was Bibi und Julienko können, das kann ich schon lange. Also es ist wirklich von vorne bis hinten uncut. Ich bin ein wenig aufgeregt, weil mir heute unangenehme Fragen gestellt werden. Und die Fragen habe ich selber nicht rausgesucht oder gesehen, sondern meine liebe Schwester hat die rausgesucht und wird die mich jetzt fragen. Und ja, wie gesagt, wenn ich irgendwelche Spastiken habe, wenn ich irgendwie zucke oder irgendwie tausendmal Ähm sage oder wie auch immer, es wird nicht rausgeschnitten, das Video ist uncut. Ja, wenig Aufwand, viel Geld. Hast du nicht gesagt. Erste Frage? Ja. Hast du schon mal etwas geklaut? Klar, welcher Mensch hat noch nie was geklaut? Ja, wo denn? Das erste Mal, als ich geklaut habe, war, glaube ich, in der Grundschule. Da hat jemand seine Jacke weggehangen und in dem Moment 50 Cent irgendwo hingelegt. Und ich habe ihn einfach weggenommen und habe mir davon beim Kiosk Kekse gekauft oder so. Okay. Hier hat jemand gefragt, ob du sensibel bist. Ich glaube schon, ja. Nach außen hin gebe ich das vielleicht nicht so wieder, aber umgekehrt und die Leute, die mich wirklich enger kennen, die wissen, dass ich schon sensibel bin und auch über Gefühle rede und so. Gefühle. Okay, ist zwar nicht unangenehm, aber ganz viele haben geschrieben, antworte mal bei Instagram, beantwortest du private Fragen, schreib mir mal zurück. Ständig, also wirklich, ungelogen, ständig beantworte ich irgendwelche Fragen oder antworte irgendwelchen Leuten, außer es ist so ein beschissenes Hey, also jetzt mal ganz im Ernst, ich bin ein YouTuber, der Videos macht und ich bin kein, jetzt sage ich mal, Kumpel, der morgen dann mit dir spielen geht oder sowas. Deswegen, ey, ich weiß nicht, was Leute denken, ob ich mit Leuten jetzt privat die ganze Zeit heftig hin und her schreibe. So ist es nämlich nicht, sondern wenn man mich gewisse Fragen fragt, beantworte ich die. Wenn man irgendwas von mir möchte, dann mache ich das. Aber wenn man nur ein Hey schreibt oder irgendwas Dummes schreibt, dann antworte ich halt nicht. Aber grundsätzlich antworte ich bei Instagram eigentlich sehr viel. Okay, nächste Frage, damit wir ein bisschen vorankommen. Wann hast du das letzte Mal deine Bettwäsche gewechselt? Letzte Woche Sonntag, die ist aber schon wieder dreckig. Mit einem Kaffeefleck, mit einem Kaffeefleck. Okay, hattest du schon mal eine peinliche Situation mit einem Zuschauer? Da kommen viele unangenehme Situationen zustande. Wenn man in der Stadt irgendwie... Alles klar. Wenn man in der Stadt irgendwie angesprochen wird und die Mutter dabei ist oder die Mutter dann so komisch guckt, so, wer ist das überhaupt? Warum wollt ihr ein Foto mit dem scheiß Spacken da machen? Okay, hast du zufällig ein Lineal oder sowas hier? Nee, ne? Hier kommt eine komische Frage und zwar, ich würde gerne wissen, wie lang dein Po ist. Hä? Mein Po? Ja. Nächste Frage. Was ist das für eine Frage? Okay. Hast du irgendwelche ekelhaften Essensgelüste, sowas wie Käse und Darauf Nutella oder sowas? Also ich habe echt viele komische Angewohnheiten, aber Essangewohnheiten oder Essgewohnheiten glaube ich jetzt eigentlich nicht. Wenn Freunde oder meine Geschwister irgendwas wissen, dann können die es ja mal in die Kommentare schreiben. Ich würde es auch anpinnen. Aber Essgewohnheiten, komisch, nee, eigentlich nicht. Hast du schon mal wegen einer Frau geweint? Ja, klar. Welcher Typ in meinem Alter hat das noch nicht so? Also jetzt mal Real Talk. Okay, dann eine ganz kleine Runde, entweder oder, Brüste oder Po. Oh Mann, ich hasse diese Frage, ne? Ja, Po, keine Ahnung. Rasiert oder unrasiert? Natürlich unrasiert. Nee, um was geht's? Also, keine Ahnung. Natürlich eigentlich rasiert. Ja, rasiert halt, ne? Sofa oder Bett? Bett. Blond oder braun? Eine Mischung. Groß oder klein? Groß.
Okay. Hä? Fandst du schon mal eine Lehrerin geil? Nee, also wirklich noch nie. Ich hatte noch nie eine geile Lehrerin. Also ich habe schon öfter mal mit Klassenkameraden damals geredet, so, ey, lass die Welt scheppern, das wäre voll witzig, aber ich hatte noch nie eine, wo ich mir denke, boah, die war richtig geil. Nee. Hattest du schon mal eine viel ältere Freundin oder eine viel jüngere Freundin? Ja. Willst du es so offen stehen lassen? Ja. Okay. Kann es sein, dass du manchmal deine Unterwäsche über mehrere Tage hinweg trägst? Jetzt mal Retalk, ich schwöre, das mache ich nie. Ich finde sowas eklig und ich glaube oder ich würde behaupten, ich bin ein sehr sauberer Mensch und gehe sehr auf Duschen, achte wirklich auf meine Körperpflege. Also jetzt mal Real Talk. Ich finde mich selber eklig nach einer Nacht ungeduscht oder sonst irgendwas. Und ich muss wirklich jeden Morgen duschen gehen. Ansonsten ist der Tag scheiße und ich fühle mich eklig. Wie viel? Was war das denn? Wie viel verdienst du mit YouTube? Ich würde mal behaupten, jetzt nicht überdurchschnittlich heftig viel, dass ich sagen kann, hier, guck mal, wie viel Geld ich habe. Aber das kommt auch immer darauf an, wie viel man arbeitet und wie viel man nicht arbeitet als Selbstständiger. Alter, was ist denn hier? Aber ich kann so viel sagen, dass ich letztes Jahr meinen Job gekündigt habe, weil YouTube, sage ich mal, ausreicht, dass ich damit Geld verdiene und damit glücklicher bin als in einem Drecksjob, wo ich unglücklich bin. Und ja, wenn mir das Geld reicht, wieso nicht von YouTube leben, ne? Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich der heftige Bonze bin und übertrieben viel verdiene. Ich verdiene Geld. Hast du schon mal wen erwischt? Wen erwischt? Ja. Ja. Wurdest du schon mal erwischt? Ja. Das war auch wirklich unangenehm. Willst du mehr dazu sagen? Nee, eigentlich nicht. Okay. Die heißeste YouTuberin. Ich gucke gar keine YouTuberinnen, deswegen habe ich eigentlich so wirklich gar keine Ahnung von YouTuberinnen. Boah, Cindy aus Marzahn finde ich ganz schön heiß, aber die ist keine YouTuberin. Boah, ich habe wirklich ungelogen. Du musst jetzt eine sagen. Es ist Uncut Gehirn. Du musst eine sagen, die du hübsch findest. Mrs. Bella? Okay. Dann ein YouTuber, den du unsympathisch findest. Und wenn ja, also wenn du einen nennen kannst, wieso? Also erstmal hatte ich in meinem Leben noch, oder in jetzt meiner YouTube-Laufbahn, sage ich mal, noch gar nicht so viel mit anderen YouTubern zu tun. Aber natürlich habe ich auch schon manchmal Stories über irgendwelche YouTuber gehört oder wie auch immer. Wen finde ich unsympathisch? Auch gar nicht unbedingt persönlich, sondern vom Gucken vielleicht auch. Boah, ich kann gar nicht sagen unsympathisch, aber zum Beispiel Mois. Ich gucke seine Videos, wirklich. Ich gucke sehr viele Videos von ihm, aber irgendwie finde ich seine Art komisch. Aber irgendwie ist er aber auch cool. Das ist ganz komisch. Und unsympathisch. Boah, weiß ich jetzt wirklich gar nicht. So auf die Schnelle. Eine Frage, würdest du gerne mal mit Tanzverbot essen gehen? Eigentlich schon, denn dann würde ich mal wieder länger eine Diät durchziehen. Das würde mich abschrecken, glaube ich. Nein, also, na klar würde ich gerne mal mit ihm essen gehen, um den mal kennenzulernen. So. Okay, warum nicht? Wir sind schon bei 9 Minuten 20, letzte Frage. Eine Frage, die du, glaube ich, noch nie wirklich beantwortet hast. Wann hattest du dein erstes Mal? Und mit wem? Eigentlich bin ich so einer, dass ich so intime Sachen gar nicht gerne beantworte, weil das ist was Persönliches und das ist
meins, so, ne? Das muss nicht jeder wissen. Aber ich denke, ich hatte in einem ganz guten Alter mein erstes Mal, und zwar mit frischen 17 war das. Und ja, das war nicht so wie heutzutage die Kinder mit 14, 13, 12, sondern es war mit frischen 17 und ja, war ganz angenehm. Okay, dann sind wir, glaube ich, fertig. Ja, Leute, wenn euch das gefällt, mal uncut so, dann schreibt es in die Kommentare. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr manche Fragen beantwortet hättet oder wenn ihr Dinge von mir vorher noch nie gehört habt oder noch oder Sachen nie gedacht hättet von mir. Schreibt es in die Kommentare. Bewertet das Video, das würde mir wirklich gut tun. Mal wieder einen Daumen von euch. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, Leute.